よ <noise> die neonröhren über seinem kopf waren wie glühende schlangen sie zuckten und bebten während david Nering die leeren gänge des krankenhauses entlang lief hin und wieder mußte er einer der nachtschwestern ausweichen die ihn ansahen als sei er ein streunender hund von dem man nicht genau wußte ob er beißen oder nur spielen wollte Einige von ihnen zischten etwas, das wie alles in Ordnung? oder leise die Patienten schlafen schon klang, doch David ignorierte sie. Er musste sich darauf konzentrieren, die Orientierung zu behalten, was in diesem Labyrinth voller Abzweigungen, Kreuzungen und Türen nicht gerade einfach war. Hinter jeder dieser Türen verbarg sich ein Schicksal, und in manchen Fällen kauerte schon ein schwarzer Schatten unter den Betten, ein Schatten, dessen fauligen Atem er jetzt neben dem Dunst des Desinfektionsmittels roch. Als David die Intensivstation erreicht hatte, sah er ein Gespenst, das ruhelos den Gang auf und abschritt, sein weißes Haar umrahmte ein fahles Gesicht, und als die leeren Augen David erblickten, verzog sich der Mund zu einem Lächeln, das von Müdigkeit und Ungeduld verzerrt wurde. Herr Nering? fragte der Arzt und streckte David eine Hand entgegen. Mein Name ist Dr. Windhorn. Gut, dass Sie so schnell kommen konnten. David ergriff die Hand. Sie war kalt, und er dachte, dass dieser Mann zwar kein wirkliches Gespenst, aber dennoch irgendwie emotional tot war. Wie geht es ihm? fragte David. Seine Stimme erschien ihm fremd an diesem Ort. Das fahle Gesicht des Arztes nahm einen ernsten Ausdruck an der viel zu einstudiert wirkte. Er wird bald einschlafen, Herr Nähring. Wir haben alles getan, aber Ihr Vater ist alt und dieser Herzinfarkt. Winton zögerte, so als habe er den Rest seiner Standardarztfloskeln vergessen. Kann ich ihn sehen? fragte David. Selbstverständlich. Aus diesem Grund habe ich Sie auch sofort anrufen lassen. Ihr Vater hat ausdrücklich verlangt, noch einmal mit Ihnen zu sprechen. David spürte ein Kribbeln in seinem Nacken, das sich wie ein heißer Schauer über seine Wangen ergoss. Zum ersten Mal empfand er so etwas wie ein schlechtes Gewissen gegenüber seinem Vater. Als es vor fünf Jahren, nach dem Tod seiner Mutter, zum endgültigen Bruch zwischen ihnen gekommen war, hatte er sich geschworen, nie wieder ein Wort mit ihm zu wechseln. Und er war sich sicher gewesen, dass auch sein Vater keinen Wert darauf legte, Je wieder etwas von seinem abtrünnigen Sohn zu hören. Doch jetzt überfiel ihn die Gewissheit, daß er sich die ganze Zeit über etwas vorgemacht hatte. Alles in Ordnung? fragte Windhorn und David zuckte zusammen. Er schämte sich, so als hätte der Arzt seine Gedanken gelesen. Mir geht's gut, murmelte er. Kann ich ihn jetzt sehen? Windhorn nickte und führte David zu einer der Türen. Als er sie öffnete, schlug ihn ein Schwall steriler Luft entgegen. Darunter lag jener Gestank, der schwarze Atem des Schattens. Der Anblick seines Vaters schockierte David mehr, als er erwartet hatte. Der alte Mann lag reglos in einem Bett, das mit seinen Gittern ringsherum auf skurrile Weisern einen Stall erinnerte. Schläuche ragten aus seiner Nase, Drähte verbanden seinen Körper mit Maschinen, die regelmäßig piepten und zischten, so als besäßen sie ein unheimliches Eigenleben. Seine Mutter hatte in ihren letzten Stunden ausgesehen, als würde sie schlafen, doch sein Vater erschien ihm wie eine weggeworfene Marionettenpuppe des heraneilenden Todes. Dieser Mann, der Zeit seines Lebens auf den Feldern gearbeitet hatte, dessen kräftiger und harter Körper David immer ein wenig bedrohlich vorgekommen war, lag nun hilflos und ausgezerrt vor ihm. David zögerte, das schlechte Gewissen schlug mit geballten Fäusten in seinen Magen. Hilfesuchend blickte er zu Windhorn, der nun hinter ihm stand, das fahle Gesicht versuchte zu lächeln. Gehen Sie zu ihm, er ist noch wach. David gehorchte. Seine Beine fühlten sich steif ein. Auf einem Stuhl neben dem Bett ließ er sich nieder. Er glaubte nicht, dass er diese Sache im Stehen hinter sich bringen konnte. Papa, flüsterte er schließlich, Papa, ich bin's David. Der alte Mann reagierte nicht, seine Augen waren geschlossen. Die Maschinen zischten und piepten, Sie murmelten ihr ewig gleiches Lied in die Stille dieser stinkenden Totenkammer. Papa, versuchte David es noch einmal, weil er nicht wusste, was er sonst tun sollte. Papa, du wolltest mit mir sprechen? Er hob seine Hand und legte sie auf den Arm seines Vaters. In diesem Moment schlug der alte Mann die Augen auf. Ein Krächzen entwich seiner Kehle, sein Körper verkrampfte sich. David erschrak. Er wollte seine Hand zurückziehen, doch sein Vater ergriff sie so schnell und fest, dass David sich selbst aufschreien hörte. Winthorn trat einen Schritt näher, zögerte dann aber. Du mußt sie stehen lassen, hörte David seinen Vater jetzt sagen. Er war kaum lauter als das Zischen der Maschinen. Was? fragte David. Der Griff um seine Hand wurde noch fester, so dass es schmerzte. Der alte Mann zog ihn dichter an sich heran, David war zu verwirrt und erschrocken, als dass er sich dagegen wehren konnte. Du mußt die letzten Ehren stehen lassen. Äh, was meinst? begann David, doch dann glaubte er zu verstehen, und alte Wut brodelte in ihm auf. Das war also der Grund, warum sein Vater ihn noch einmal hatte sprechen wollen. Wieder die alte Leier. Er konnte es nicht lassen. Nicht einmal auf seinem Totenbett. Seit seiner Kindheit hatte sein Vater ihm einzureden versucht, dass es für ihn nur einen vorgegebenen Lebensweg gab. Er, David, sollte einmal den Hof übernehmen und Landwirt werden, wie sein alter Herr. Doch David scherte sich nicht um Kühe, Traktoren und Felder, er hasste das Landleben, und als er 18 geworden war, hatte er sich, so schnell es ging, einen Job in der Stadt gesucht. Heute war er ein relativ erfolgreicher Versicherungsvertreter. Nichts Besonderes, aber er war glücklich. Sein Vater hatte ihm das nie verziehen, und aus diesem Grund war es auch schließlich zu jenem endgültigen Bruch zwischen ihnen gekommen. Fang nicht schon wieder damit an, zischte David jetzt. Es gelang ihm seine Hand loszureißen. Der alte Mann sank zurück auf sein Kissen. Die letzten Kräfte schienen ihn nun endgültig zu verlassen. Sein Gesicht verzog sich in schmerzhafter Trauer. Eine Träne glitzerte in seinen eingefallenen Augen. Davids Wut verblasste bei diesem Anblick. "Es tut mir leid, Papa, aber dieses Thema ist für mich erledigt. Du musst dich damit abfinden." Der alte Mann schüttelte fast unmerklich den Kopf. In seinen Augen lag noch immer eine traurige Verzweiflung. "Du musst die letzten Ehren stehen lassen. Die letzten Ehren." Für das weiße Pferd. David sah wieder zu Windhorn. Es geht zu Ende, flüsterte dieser. David verstand, dass sein Vater scheinbar nicht mehr bei vollem Bewusstsein war. Er wollte sich in Frieden von ihm verabschieden. Ja, ist gut, Papa. Ich lasse die letzten Ehren stehen. Für das weiße Pferd. Der alte Mann lächelte. Und zum ersten Mal in dieser Nacht befürchtete David weinen zu müssen, denn dieses Lächeln hatte er sonst nur im Gesicht seines Vaters gesehen, wenn der Sommer vorbei und die Ernte sicher eingefahren war. Ich bin stolz auf dich, sagte sein Vater nun und schloß die Augen. Als die Maschinen um ihn herum schrien, stand David auf. Vom Flur her hörte er die aufgeregten Stimmen der Schwestern. Windhorn hatte ihn beiseite geschoben und mit Reanimationsmaßnahmen begonnen. David wußte, daß es sinnlos war. Er stand da und schaute dem Arzt bei der Arbeit zu, die dieser so routiniert und emotionslos wie ein Roboter leistete. Das weiße Gesicht dieses Mannes ließ keine Gefühle erkennen, und während David dieses Gesicht betrachtete, fiel ihm ein Spruch ein, den er, soweit er sich erinnern konnte, aus dem Religionsunterricht kannte. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name hieß Tod, und die Hölle folgte ihm nach. Als acht Monate später sein Telefon klingelte, hatte David diesen letzten Gedanken im Krankenhaus längst vergessen. Die Weihnachtszeit war gerade vorüber, und auf den Straßen tobte ein Wintersturm, der von den Meteorologen nur als überraschend heftig bezeichnet worden war. David kümmerte sich nicht darum, er hatte momentan andere Probleme, und als er nun den Hörer abnahm, war er sich sicher, dass ihn eine Ansprache seines Chefs erwartete, die jeden noch so wütenden Blizzard wie ein laues Lüftchen erscheinen ließ. David Nering fragte die Stimme am anderen Ende der Leitung. Sie klang weder wütend noch stürmisch, so daß David erleichtert aufseufzte. "Ja, wer ist da? Entschuldigung, mein Name ist Weitreich, Klaus Weitreich." David kramte im überfüllten Archiv seines Namensgedächtnisses, bis es ihm schließlich einfiel. Weitreich war ein Mitglied der Agrargenossenschaft, an die er das Ackerland seines Vaters verpachtet hatte. Die letzten Augenblicke im Krankenhaus hatten ihn davon abgehalten, sein gesamtes landwirtschaftliches Erbe einfach zu verkaufen. Irgendwie glaubte er, dass er wenigstens das seinem Vater schuldig war. Ah, Herr Weidreich, falls es um die Pacht geht, ich würde vorschlagen, wir regeln das im Januar. Momentan bin ich. Nein, nein, deswegen rufe ich nicht an, unterbrach ihn Weitreich. Seine Stimme klang seltsam belegt es ist etwas passiert sie sollten vielleicht kommen und es sich selbst ansehen wir haben schon die polizei informiert aber schließlich ist es immer noch ihr eigentum wovon sprechen sie bitte fragte david ihr land oben auf dem hasskamp antwortete weidreich so als hätte es david längst selbst erraten können auf dem was weidreich ignorierte diese frage ein Kollege hat es heute Morgen entdeckt und mich sofort angerufen. Ich bin natürlich gleich rausgefahren, und mir hat es fast die Sprache verschlagen. Alles total verwüstet. Sieht aus wie auf einem Schlachtfeld. Äh, kennen Sie diese alten Filmaufnahmen aus Verdan? So müssen Sie sich das vorstellen. Natürlich ohne Leichen. Sie meinen, jemand hat auf einem meiner Felder randaliert? fragte David. Er wußte nicht, ob er jemals zuvor von seinen Feldern gesprochen hatte. <laughs> Randaliert ist gar kein Ausdruck, lachte Weidreich. Alles komplett umgegraben. Der Förster hat von Wildschwein gesprochen, aber ich denke, er glaubt selbst nicht daran. Für mich sah das eher so aus, als hätte dort jemand mit Sprengstoff experimentiert. Was sagt die Polizei? fragte David. Die sind genauso ratlos, denn. Da ist noch etwas. Waldreich zögerte. Die Verwüstungen finden sich ausschließlich auf Ihrem Land. Die angrenzenden Felder sind überhaupt nicht betroffen. Das Chaos endet direkt am Grenzstein. Bei Wildschweinen oder Explosionen wäre das natürlich ein seltsamer Zufall. Sie meinen, diese Aktion war gezielt gegen mich gerichtet? David spürte, dass er Kopfschmerzen bekam. Vielleicht antwortete Weidenreich. Vielleicht auch gegen unsere Genossenschaft. Wir sind nicht gerade beliebt hier in der Gegend. Die alten Bauern wollen einfach nicht einsehen, dass man als Einzelbetrieb heutzutage kaum noch eine Familie ernähren kann. Aber egal, sie sollten sich die ganze Sache selbst einmal ansehen. David murmelte eine Zustimmung, dann verabschiedete er sich und legte auf. Zunächst dachte er daran, sich nicht weiter um die Angelegenheit zu kümmern, die Polizei würde früher oder später auf ihn zukommen, und dann konnte er sich immer noch damit auseinandersetzen. Seine beruflichen Sorgen hatten derzeit eindeutig Vorrang. Schließlich aber holte er die alten Unterlagen seines Vaters aus dem Schrank und sah sie durch, bis er gefunden hatte, was er suchte. Haßkamp war die Flurbezeichnung eines zehn-Morgen-kleinen Fleckens Ackerland. Irgendjemand, vermutlich sein Vater, hatte ein Ausrufezeichen neben den Namen gekritzelt. David überlegte, dass es wahrscheinlich gutes Land war, fruchtbares Land. Und es war, wie seltsam es auch klang, sein Land. Am nächsten Tag befand sich David auf einer Landstraße mitten im Nirgendwo und versuchte seinen Ford sicher durch die Schneewehen zu steuern. Er war diese Strecke in den letzten fünf Jahren nur ein einziges Mal zur Beerdigung seines Vaters gefahren. Dennoch erkannte er sein altes Heimatdorf sofort, als es im grauen Schneeschleier wie aus dem Nichts vor ihm auftauchte. Echstein war ein Ort wie aus alten Sagen, ein Stückchen Erde, an dem die Raumzeit wie ein ICE vorbeigerauscht sein mußte. Hier hatte sich seit Jahrzehnten nichts verändert, und David war sich sicher, dass dies auch in den kommenden hundert Jahren so bleiben würde. Alte Fachwerkhäuser drängten sich an die enge Hauptstraße. Antik wirkende Landmaschinen standen auf den Höfen. Sie sahen aus wie Drachen im Winterschlaf. Was David sofort auffiel, waren die gekreuzten Pferdeköpfe, die sich an fast allen Giebeln der Dächer befanden. Rossgoschen nannte man sie hier in Niedersachsen, auch wenn er nicht genau wußte, was das hieß. Schon als kleiner Junge hatten ihn diese Köpfe aus irgendeinem Grund fasziniert. Sie hatten etwas seltsam Archaisches an sich, das älter wirkte als die Häuser und dieses Dorf. Ihre genaue Bedeutung war schon lange vergessen, was David nur noch mehr reizte. Gebannt betrachtete er, wie sich Schneeflocken auf ihre Häupter legten und das braune Holz unter sich verbargen. Weiße Pferde dachte er. Fahle Pferde. Du mußt die letzten Ehren stehen lassen. Die letzten Ehren für das Weiße. David trat mit voller Wucht auf die Bremse. Sein Fort schlingerte und brach seitlich aus. Einen halben Meter vor der Frau blieb er endlich stehen. Angestaute Luft zischte aus Davids Lunge. Sein Herz raste wie ein wild gewordenes Tier. Als er sich ein wenig beruhigt hatte, fiel ihm die Frau wieder ein. Sie stand noch immer vor seinem Wagen auf der Straße, wo sie gerade so plötzlich aufgetaucht war, und starrte auf die Motorhaube, als sei dies das erste Auto, das sie jemals in ihrem Leben gesehen hatte. Sie sah alt aus, fast so alt wie das Dorf, in dem sie lebte. David öffnete die Fahrertür und sprang nach draußen. Die Luft zerkratzte ihm das Gesicht mit eiskalten Krallen. Sind Sie okay? rief er und versuchte dabei gegen den Wind anzuschreien. Die alte Frau schaute nicht zu ihm auf. Ihr Gesichtsausdruck wirkte fast nachdenklich. Kommen Sie! Sie müssen erst mal raus aus der Kälte! David führte die Frau zur Seite des Forts und setzte sie schließlich auf den Beifahrersitz. Sie wehrte sich nicht. Wahrscheinlich stand sie unter Schock. Als auch David wieder im Wagen saß, drehte er die Heizung noch etwas weiter auf. Die Frau atmete leise neben ihm und betrachtete sein Handschuhfach. Noch immer blickte sie seltsam nachdenklich. Geht es Ihnen gut? fragte David und versuchte dabei so freundlich wie möglich zu klingen. Die Alte antwortete nicht, sondern starrte weiter geradeaus. Das ist doch kein Wetter, um sich auf der Straße herumzutreiben. Ich fahre Sie nach Hause. Wo wohnen Sie? Wer will das wissen? krähte die Frau so unvermittelt, dass David zusammenzuckte. Ich heiße David nähring Und wie ist Ihr? Der junge Nähring, rief die Alte, und jetzt sah sie ihn endlich an. Ein zahnloser Mund grinste ihm entgegen. David glaubte, dass er diese Frau aus seiner Jugend kannte. Aber das war alles zu lange her, als dass er sich an Details erinnern konnte. Ihr Vater war bestimmt nicht stolz auf Sie. Wie bitte? David war sich nicht sicher, ob gerade Entsetzen oder Wut seine Speiseröhre hinaufquoll. Ihr Vater? Oder haben Sie schon vergessen, wer das war? Seine Hände verkrampften sich um das Lenkrad. Was erlaubte sich diese Frau? Hatte ihr nicht gerade noch geholfen? Diese alte Vettel, diese widerliche alte Vettel aus dem Schnee. Fast wie Frau Holle, dachte David, wie eine bösartige Frau Holle. Lassen Sie meinen Vater aus dem Spiel. Ein guter Mann, sagte die Frau und nickte dabei. Er kannte noch die alten Traditionen, nicht so wie diese jungen Bengel die mit ihren maschinenmonstern über die felder jagen und keine ahnung haben was sie da eigentlich tun möglichst viel geld wollen sie verdienen respektlose hunde nichts weiter bei diesen worten erinnerte sich david an etwas das weitreich gestern am telefon erwähnt hatte wir sind nicht gerade beliebt hier in der gegend die alten bauern wollen einfach nicht einsehen dass man als einzelbetrieb heutzutage kaum noch eine familie ernähren kann eine Ahnung beschlich ihn. Was wissen Sie über die Sache mit dem Haskamp? fragte David schließlich. Er war sich fast sicher, dass die Alte etwas verbarg. Das Grinsen auf dem Gesicht der Frau verzog sich zu einer entsetzten Fratze. Er glaubte schon, sie mit seiner Frage ertappt zu haben, doch dann bekreuzigte sie sich plötzlich und murmelte etwas, das wie ein Gebet klang. Was glauben Sie denn? Was in diesen Nächten dort vor sich geht, raunte die Alte. Sagen Sie es mir, antwortete David. Die Frau bekreuzigte sich erneut, dann sprach sie im Flüsterton, so als hätte sie Angst, belauscht zu werden, weiter: In den rauen Nächten war es oben auf dem kommt noch nie ganz geheuer. Da knackt's in den Ästen und heult in den Zweigen. Die wilden Gänse klingen seltsam, wenn sie zu dieser Zeit am Himmel vorüberziehen, und die Alten meinten sogar, daß der eine sich dort manchmal blicken lasse. Der eine? fragte David. Der, nach dem der Haßkampf seinen Namen trägt, der Haßjäger, der Helljäger, der alte Wodan. Nennen sie ihn, wie sie wollen. Im Südkreis wurde er früher noch oft gesehen, wenn er johlend und schreiend über den Himmel brauste, doch er war nie allein. Die wilde Jagd folgte ihm nach, das wilde Heer, unglückliche Tote, verdammte Seelen, und wen sie erwischen, den reißen sie mit sich, und er wird einer von ihnen. Die Alte schwieg kurz. Ich denke, ich weiß, warum man sie so häufig auf dem Haskamp sieht. Mein Großvater hat es mir erzählt, und der hatte es von seinem Großvater. Dort oben sind die alten Gräber. Dort ruhen die Gebeine der Ungetauften, verscharrt, lange bevor das Wort unseres Herrn Jesus diese heidnischen Geister aus den Wäldern trieb. Wieder bekreuzigte sich die Alte. Unheilige Erde, sage ich ihnen. Gefährliche Erde. Nur an solchen Orten haben die alten Götter heute noch Macht, und wer sie erzürnt, muß dort ihre Rache fürchten. Diesen Winter hat sie etwas erzürnt, sonst hätte der Haßjäger nicht den Acker verwüstet. David räusperte sich. Er hatte Mühe, sein Gelächter zu unterdrücken. Diese Frau war eindeutig nicht mehr bei klarem Verstand. <laughs> ich verstehe, sagte er schließlich, aber jetzt verraten Sie mir doch, wo Sie wohnen, damit ich sie nach Hause bringen kann. Die Alte verzog das Gesicht. Ich gehe selbst, zischte sie und öffnete die Beifahrertür. Hm, auch gut, murmelte David. Können Sie mir trotzdem noch beschreiben, wie ich zum Hasskamp komme? Die Frau hielt inne und drehte sich noch einmal zu ihm um. Sie glauben mir nicht. Also schön. Sie zuckte mit den Achseln. Folgen Sie der Straße weiter, bis Sie an der verfallenen Mühle vorbeikommen. Dann biegen Sie rechts ab. Nach etwa zwei Kilometern sehen Sie dann ein kleines Wäldchen inmitten der Felder. Links davon liegt der Haßkamp. Doch es dämmert bereits, und Sie sollten sich gut überlegen, was Sie tun. Ich passe auf mich auf, antwortete David und grinste. Die Alte schüttelte nur den Kopf und verschwand in einem Schleier aus Schnee. Das Wäldchen beim Hasskamp wirkte wie ein weißer Ayers Rock inmitten einer Wüste aus Schnee. Hätte es sich nicht so deutlich vor dem dunkelgrauen Himmel der einsetzenden Nacht abgezeichnet, wäre David vielleicht daran vorübergefahren, jetzt aber parkte sein Fort am Ende eines schmalen Feldweges, der direkt am Waldrand endete. David saß auf dem Fahrersitz und starrte durch die Windschutzscheibe auf das Feld. Weitreich hatte nicht übertrieben. Vor ihm erstreckte sich eine fast rechteckige Fläche absoluter Verwüstung. Krater und Hügel, Furchen und Wälle. Es hätte ihn nicht überrascht, im nächsten Augenblick einen Pfiff zu hören und dabei zusehen zu müssen, wie Soldaten aus dem Waldrand stürmen, umgeben von Granatfeuer und grünlichen Giftgaswolken wie manche von ihnen stürzen oder einfach fortgerissen werden und liegen bleiben, bis man sie verscharrt oder das Erdreich ihre Leiber verschluckt. Entstellt mit Zorn die liebliche Natur. Dieser Anblick hier kam Shakespeare recht nahe. David holte eine Taschenlampe aus dem Handschuhfach, stieg aus dem Wagen und trat neben die Lichtkegel der Autoscheinwerfer. Der fallende Schnee wirkte in ihrem Licht wie seltsamer Staub. Erst jetzt fiel ihm auf, daß die verwüstete Fläche vollkommen schneefrei war. Er verfolgte eine einzelne Flocke und sah zu, wie sie schmolz, sobald sie die aufgewühlte Erde berührte. Er hockte sich hin und betastete mit der Handfläche den Boden. Er war kalt und gefroren. Was zum Teufel, dachte David und schaltete die Taschenlampe ein. Schließlich ging er auf einen der Krater zu, der sich nur wenige Schritte vor ihm befand. Irgendwo im Wald schrie ein Rabe. Das Loch war fast zwei Meter tief. Hatte er bis eben noch geglaubt, die Frau aus dem Dorf hätte versucht, ihn mit ihren Gruselmärchen zu täuschen, um einen Racheakt der Dorfbewohner zu vertuschen, verwarf er diese Vorstellung jetzt. Dies hier konnte unmöglich das Werk einiger klappriger Greise sein. Er leuchtete mit seiner Taschenlampe auf den Grund des Kraters. Dort unten war etwas. Vorsichtig setzte er einen Fuß über den Kraterrand. Er war zwar nicht steil, doch der Boden schien vereist und rutschig. Als David auch den zweiten Fuß über den Rand heben wollte, verlor er den Halt. Der Fall war kurz und er kam so überraschend, dass David keine Gelegenheit hatte zu schreien sein Kopf prallte gegen etwas Hartes, und im selben Moment rann eine warme Flüssigkeit seine Stirn hinab. Kurz bevor er das Bewusstsein verlor, erkannte David die Umrisse, die er vom Rand aus auf dem Grund des Kraters gesehen hatte. Es war eine Spur eingedrückt in die braune Erde, ein Bogen wie der Hufabdruck eines Pferdes. David sitzt im Gras und zupft an einer Blüte. Seine nackten Füße baumeln in den Graben. Er kühlt sie in dem kleinen Rinnsal, den das Drainagewasser der angrenzenden Felder bildet. Den ganzen Tag sitzt er schon hier. Es ist schön, doch auch Schönheit wird irgendwann langweilig. Seine Freunde spielen bestimmt gerade Fußball oder bauen sich ein Versteck im Wald, nur er muss hier sitzen und dem Mähdrescher zusehen, wie er die Reihen auf und ab fährt. Auf und ab, immer wieder seit Stunden. Sein Vater will es so, sein Vater ist der Boss, die Luft ist staubig und riecht gut. Sein Vater steht jetzt hinter ihm. Er lächelt, das sieht David nicht, aber er weiß es. Sind wir fertig? fragt David. Wir sind fertig, antwortet sein Vater. David blickt auf das Feld und sieht inmitten der Stoppeln einen Kreis aus ungemähten Ähren. Da ist noch was, ruft er. Papa, da ist noch was. Sein Vater klopft ihm auf die Schulter. Die bleiben stehen, Junge. Die letzten Ähren bleiben für das weiße Pferd. Das weiße Pferd? fragt David. Sleipnir, das Pferd Wodans. Aus Dank für eine gute Ernte bleiben die letzten Ehren für das Pferd. Das war hier schon immer so. Und wir sollten uns hüten, etwas daran zu ändern. Warum? fragt David. Heiliges Land. Altes Land. Sagt sein Vater immer wieder, immer lauter, bis er es irgendwann schreit, so laut wie der Wind, der Sturm in den Rauhnächten. David schlug die Augen auf. Um ihn herum waren nur die Kälte und das Schreien des Sturms. Sein Kopf schmerzte. Über ihm am Himmel zogen Wildgänse vorbei. Er sah sie nicht in dieser Dunkelheit, doch er hörte ihr Kreischen. Es klang seltsam, viel lauter als der Wind, fast wie ein Johlen, ein Heulen wie Ächzen und Jammern. Heya, heya. Sie kamen näher, direkt auf ihn zu. Ihm war kalt, doch er zitterte nicht. Er wollte schlafen, einfach nur schlafen, doch die Gänse hielten ihn wach. Sie landeten am Rand des Kraters, und es waren keine Gänse. Er sah Gestalten, Menschen, Hunde, vergessenes Volk. Über ihnen ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name hieß Tod. Er hatte sie nicht stehen gelassen, die letzten Ähren. Waldreich hatte sie diesen Sommer abgemäht, weil er keine Ahnung hatte, doch es war sein Land, sein Land, und er würde bezahlen müssen für den Undank gegenüber dem alten Gott. Die holten ihn aus seinem Krater und rissen ihn mit sich fort. Unter sich sah er seinen Körper liegen, kalt und tot. Jetzt bin ich einer von ihnen dachte er noch. Ein Teil der wilden Jagd. Wir ziehen über Bifröst hin nach Asgard ein. Und wenn Midgard ruft zur Mitwinternacht, kehren wir zurück. Dann dachte er gar nichts mehr, sondern kreischte nur noch mit dem Sturm immer wieder in die Dunkelheit der Rauhnacht, tausend kalte Winter lang. Heia, Heia, aus, aus dem, dem Weg und ab dem Weg, ab dem Weg, Weg damit niemand zu Schatten geht.